Wir haben dein Herz nach ein Eisenerzbergwerk. 1967 ging die Grube, die Mine zu. Und vor 15 Jahren wurde der Verein Eisen und Bergwerke gegründet mit dem Ziel, dass der Stollen wieder zugänglich wird für die breite Öffentlichkeit. Wir haben in den letzten 3 Jahren ein weiteres Teilstück ausgegraben und gesichert. Und das durften wir jetzt gestern feierlich einweihen und so der breiten Öffentlichkeit auch zugänglich machen. Bei einer Gruppenführung besichtigt man das Museum, dann fährt man mit der Stollenbahn vor den Stollen, läuft in den Stollen rein und dort drin hat es verschiedene Informationstafeln. Und auch ein Highlight ist der Ammonitenfriedhof. Eine sehr große Anzahl an Ammoniten, die vor 165 Millionen Jahren da abgelagert wurden und jetzt schön freigelegt wurden und von Geologen als europäische Einzigartigkeit betrachtet werden. Wir dürfen vom Fest viele Highlights erwarten. Das eine ist die Stolleneröffnung. Dann haben wir etwa 10 Festbeizen, die da sind, mit Vereinen aus dem Dorf. Dann sind verschiedene Musikformationen vor Ort, Alphornbläser, Kinderjodlerchor. Am Sonntag wird ein Rennofen ausgepackt, das heißt, Eisenerz wird Samstag auf Sonntag geschmolzen dort drin und am Sonntagabend sollte das Eisen rauskommen, wenn es funktioniert hoffentlich.